Willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Wir versuchen es nochmal mit der Mission Copland, wo wir ja in der letzten Mission zweimal sehr schön gefailt haben. Dadurch, oh, der Sonnenaufgang oder der Sonnenuntergang, was es auch gerade sein mag. Wir haben ja sehr schön gefailt, da die Polizei das Tor blockiert hat. Versuchen wir es einfach mal nochmal. Und ja, hoffentlich klappt es diesmal. Oder hoffentlich kommen wir erstmal bis zum Einkaufszentrum. Ich weiß noch, ich habe in der letzten Folge gesagt, der einfache Teil ist das Ganze mit der Garage. Und im Endeffekt sind wir daran zweimal gescheitert. Ist schon ein bisschen fail, aber okay. Da ich sowieso nicht der Überpro bin, kann man sich sowas ja ruhig mal leisten. Juhu! Oh. Ich dachte, ich würde da jetzt schön lässig durchfahren. Und ich fahre natürlich gegen den Baum. Naja, passiert halt. So. Ja, es hängt. Super. Super, gleich zwei Freiwillige. Er bleibt einfach super. Super. Müssen aufpassen. Komm, egal. Egal. Super. Und genau das musste passieren. Zeta. Ja, Lenz ist ein bisschen. Lenz vor allem Ding. Ich meine, Lance. Der ist schon so ein bisschen komisch. Ich habe früher immer allerhand hier in Vice City nach einem Streifenwagen abgesucht. Obwohl hier einer steht. Und Lance setzt sich wieder schön auf den Kindersitz hinter dem Fahrer. Passt schon alles. So. Jetzt hätte es eigentlich richtig Stil, wenn wir es beim ersten Mal schaffen würden, in dieser Aufnahme. Ich meine jetzt nicht insgesamt das erste Mal, das stimmt ja nicht. So, auch wenn Lance hier unseren Fahrstil kritisiert, ich finde noch, wir fahren ganz gut. Ja, nice bag, nice Mac oder nice, keine Ahnung, was er da gesagt hat. Das war eigentlich noch auf die Marke bezogen. Egal. So, ja, ich habe das Ganze da extra hingestellt, weil wir jetzt gleich 2 Sekunden oder so haben. So, und jetzt müssen wir die Beine in der Hand nehmen, weil wir, glaube ich, 5 Fahndungssterne haben. Ja, jetzt haben wir schon verkackt. So, Lance, komm. Wo ist der Kerl? Ne. Ja, was ist das? Wir haben schon wieder verkackt. Wo ist der Kerl? Steig ein. Oh. Skill. Ja! So muss das, ihr Dreckigen. Und wir fahren in die falsche Richtung. Und unser Wagen dreht sich von allein. Ja! Scheißegal, der Motor qualmt. Ich scheiß da drauf. Du hast Lance erledigt, weil ich das ja auch war. Super. Ach, ich freue mich. Das macht doch Spaß. Ja.
die vorne an der St also wenn jetzt da einer vor meinem Fenster herläuft durch die Gasse, der denkt, oh, ich habe nicht mal alle Lappen am Zaun, wie ich hier am Rumschreien bin. Aber egal! Wir Zocker sind sowieso alle gestört, also können wir auch schreien! Oh, meine Herren, jetzt die ganze... Jetzt macht mich die Musik aggressiv. Mein Motor erstmal... Voll Motor, ich mach erstmal... Hier den Dings aus. Die ganze Musik. Ich möchte keine Musik. Ich möchte ernst bleiben. Gut, dann versuchen wir es halt nochmal. Wir haben Zeit. Ich habe es beim ersten Let's Play hierzu auch geschafft. Dann werde ich es auch ein zweites Mal schaffen. Ich sage ja, ich habe 3, 4 Missionen, die oder... Ja, also 3, 4 Missionen, die ich einfach scheiße finde. Was heißt scheiße? Die einfach schwer sind. In meinen Augen. Deswegen sehe ich das gar nicht so schlimm. Die nächsten Aufgaben werden... Oh, guck mal. Besser geht das doch gar nicht. Besser geht's doch gar nicht zum Anfang. Super. Nein, nein, nein. Super. Aussteigen, Freunde. Aussteigen. Jetzt bitte beide hier reinkommen. Beide. Beide. Super. Danke. Jetzt werdet ihr schön geknebelt, gefesselt und was weiß ich, was da für perverse Aktionen durchgeführt werden. So. Nimm den Streifenwagen und lege die Bombe im Einkaufszentrum. Genau, das machen wir jetzt auch. So, dann das Ganze nochmal von vorn. 6 Minuten sind schon wieder vergangen. Das ist schon wieder eklig. Alter! Was für eine scheiß Hände, was für ein scheiß Handling hat die Karre? Das war doch vorhin nicht so schlimm. Ich fahr besser als du. Nein! Die Karre können wir schon nicht mehr nehmen. Wir können sie jetzt schon nicht mehr nehmen. Die ist schon viel zu Schrott. Deswegen nehmen wir hier den Wagen. Ja, Lance ist wieder top. Lance schafft das. Dass wir Lance vergessen haben, ist gerade eigentlich egal. Remember, smile at the other cops. Hey there, officer. Nice badge, nice badge. Lance wäre so clever und der kommt nicht mit hoch. Ja, ich habe Lance vergessen, ist in Ordnung. Komm hier, komm mit, du dummes Stück künstliche Intelligenz. Und da spawnt ein Polizist einfach mal so ganz kackenfrech. So, Auto ist geparkt. Ich spuck gerade voll ins Mikrofon, glaube ich. So. Okay, Timers are set. 5 seconds and ticking. Eigentlich müsste Lance tot sein. Hallo? Hallo, wo ist die? Ja, die Karre ist weg. Super. Alter, der müsste schon wieder tot sein. Egal. Wir haben die Karre. Ohne dass sie einen Kratzer hat. Das war auch knapp. So, wenn wir hinten schon mal rauskommen und die ganze FBI-Truppe hängt uns im Nacken. Fail! Aber so sind wir die wenigstens schon mal losgeworden. Zum kleinen Teil. Da hinten ist eine Straßensperre, da brauchen wir gar nicht erst herfahren. Warum dreht sich das denn? Rage Alarm! SOS! Rage Alarm! Zieht die Stäbe raus und passt gut auf ihnen sitzen! Scheiß Polizisten drauf! Wenn sie fallen, ist es aus! Und da werden wir ja! Ja! Das ist doch richtig! Die Polizisten haben keine Angst! Nein! Denen ist ihre Gesundheit scheißegal! Die fahren da rein, als ob es kein Morgen gäbe! Guck mal, wie der uns an der Stoßstange kleben bleibt. So, richtig so. Ihr habt doch Lack gesoffen. Und jetzt ist es ein Kunststück. Und kriegen wir es hin? Kriegen wir es hin? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Wir schaffen es nicht, wir sind so nah dran und wir schaffen es nicht. Bleib, steig aus, du Ekliger. Natürlich schaffen wir es nicht. Das ist doch nicht wahr, wir hatten es eigentlich geschafft. Gut, dann halt nochmal. Jetzt höre ich auch nicht auf, weil erst 10 Minuten vorbei sind. Ich mach weiter. Das ist mir sowas von egal. Ja, schrei doch erstmal. Also das ist... Es ist immer wieder ein Genuss, diese Mission zu spielen. Und die Musik geht mir jetzt schon wieder auf den Keks. Ich hoffe, die Folge ist trotzdem für euch unterhaltsam. Auch wenn ich hier gerade schon wieder keinen Bock habe. Aber egal, wir schaffen das schon. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Wenn wir eine größere Auffahrt... Wenn wir eine größere Auffahrt hätten zu unserer Villa, hätte das super geklappt. Aber es ist halt schon ein bisschen schwieriger, mit 5 Sternen da durchzukommen. Ich bin einen großen Umweg gefahren. Ist ja auch egal. Warte mal. Was ist das denn hier? Ich dachte schon, der wäre schon hinter uns her. Das wäre jetzt Ironie gewesen. Haben nicht mal was gemacht. Wir dürfen ruhig Leute töten. Wir brauchen eh einen Fahndungsstern. Gut, dass wir die Karre nicht brauchen. Der erste, ja, der läuft schon wieder weg. Die Tante kommt uns gerade gelegen. Ja, der attackiert hier wieder jeden mit seiner scheiß Shotgun. Seiner abgesägten Schrotflinte oder was das da darstellen soll. Hallo, ich brauche Leute. Der Fahndungsstern ist gleich wieder weg. Ah, super. So. Ich will keine Schusswaffen benutzen. Hallo. Tommy, sprinten. Super, passt doch. Aussteigen, Freunde. Nein, hier reinkommen. Ist das denn so schwer? Hallo, reinkommen. Reinkommen. Oh, das ist doch... Ich hätte schon wieder gesagt, das geht schon wieder schief. Also, diese Folge hat wieder... Ich müsste hier eigentlich Titel, in den Titel reinschreiben. Aggressive Kopfverarsche oder irgendwie sowas. Müsste ich in den Titel schreiben. Natürlich sind die anderen Cops, die hier noch dabei saßen, irgendwie total verschwunden. Aber ist ja egal, ist ja egal. Ist ja alles legitim. Ist ja alles legitim. Ich glaube, die Polizeikarre ist auch schneller als das, was wir da gerade... Ah, ne, wir hatten ja eine Polizeikarre. Also genau davor dürfen wir es auch nicht parken. Wartet mal, wartet mal. So. So ein bisschen Handling-Künstle hier. Künstle vor allem Ding. Ich müssen wir ihn jetzt hier schon töten. Ach, halt doch die Backen. So. Jetzt die ganze Horror nochmal. So, Lance müsste wieder tot sein. Laut der Explosion. Weil er ja noch im Café war. Meine Herren, ist das laut. Steig ein. Super, das haben wir schon mal. Das haben wir auch schon mal. Fail, super. Oh, ich hab schon... Warum kann der auf einmal so schnell fahren? Die Karren sind genau gleich. Warum kann er schneller fahren als ich? Das ist diese wechselnde Schwierigkeitsgrad. Er ist einfach zum Heulen. Und da hätte ich, hey, langfahren müssen. Super. Verkackt. Guckt euch das doch mal an. Wie assi ist das denn? Ein Pain in Spray wäre eigentlich genau das Richtige, aber... Als ob wir hier ein Pain in Spray finden.
Als ob. Ja, das war's schon. Das schaffen wir nicht. Auf keinen Fall. Dafür brennt die Karre gleich schon viel zu sehr. Und die Folge ist gleich zu Ende, wenn ich es nicht schaffe. Nur nochmal, um euch da ein bisschen das zu erzählen. Wow, 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 wow. Steig aus! Sauber. Sauber. Das Geschrei hat was gebracht. Ich hoffe, ich habe euch nicht vergrault mit dem Geschrei. Dafür haben wir die Schutzgeldmission erfüllt. Das Geschrei hat was gebracht. Außerdem müsst ihr mich mit der Zeit kennen. Dass ich mich auch gerne mal aufrege. Ich glaube, ich schütte mir jetzt mal nach der dritten Folge aufnehmen. Heute, um mal was zu trinken ein. Das habe ich mir jetzt verdient, sage ich jetzt einfach mal so. Polizeiuniform ist in der Polizeistation in Washington erhältlich. Ich habe jetzt gar nicht mal abgelesen. Ich weiß aber einfach, dass die Meldung da kommt. Nur ich werde mir diese Uniform auf keinen Fall holen. Und dafür kriegen wir jetzt halt bis zu 5000 Dollar, die wir uns hier nach und nach abholen können. Tom, it's me, Lance. Keep your mouth shut there, Tommy, because I ain't got no time to talk. I ain't interested in what you gotta say. Why should I be? You don't care about me, do you? You gotta look after me a bit better. Give me a spare slice, you know? Hey, Tommy, man, look, I'm sorry. It's just that people patronize me all my life, treat me like a little kid. My brother would do that. Please, man, don't do that. I gotta go. Der redet, als ob wir sein Vater wären. Es ist doch total pseudo kaputt. Aber egal. Gut, wir speichern erstmal an der Stelle. Diesmal jetzt auch den zweiten Save State, weil mir das einfach viel zu wichtig ist, diese Mission. So, und damit beende ich diese Folge auch erstmal. Es sind zwar wieder nur 17 Minuten, aber es passt gerade, bevor wir jetzt einen neuen Auftraggeber anfangen. Gut, ich bedanke mich fürs Zugucken und hoffe, euch hat das Geschrei nicht zu sehr verstört. Und sagt dann mal danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ich habe das Danke gerade zwar zweimal gesagt, aber egal. Tschüss.